Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir versorgen Waldboy mal kurz. Einmal kurz Wasser geben. Und er kann eigentlich auch mal einen Apfel essen. Haben wir den nämlich schon mal weg. Sehr schön, da kann er die Angel hin. Gut, okay. Dann auf nach Jorvik City. So. Fort Pinter. So, können wir hier eigentlich mit dem Bus dann auffahren? Achso, das geht ja nicht mit Pferd, ja. Wo stelle ich ihn denn hin? Stelle ich erstmal hier hin. So. Okay, dann bis später. So, wir müssen an dem Pier 13. Gouverneursfall. Genau, das war das, wo wir... Wo wir... das ist Café, ne? Aydins Platz, da war dieser... Ja, genau, der Platz. Okay, Pier 13. Gucken wir uns das mal an. So. Hier sieht das aber nicht so toll aus. Yeah. Es ist aber voll nicht schön hier. Wo muss ich denn hin? Okay, wir schauen uns einfach mal um. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, wo denn nun her irgendwer ist. Hier kommen wir nicht weiter. Da auch nicht. Oh, da ist irgendein komischer Typ. So, hier ist Pier 13. Da ist ein Auto. Ah, hier kommt man nicht hoch. Oh, schade. Da wollte ich jetzt gerade hoch. Ah, da ist er ja. Okay, aber ich gucke mich hier erst nochmal um. Mir erstmal das neue Zeug hier alles angucken. Sehr schön. Hier ist ein Loch. Okay. Ja, super. Guten Tag, Herr T. Cray. Einen Herrn T. haben wir ja nun schon. Den hatte ich ja nun Herr T. genannt. Den im Fischerdorf. So, deswegen heißt er jetzt Herr T. Cray. Schau an, eine Landkrabbe. Ha. Hat diese Krabbe eventuell auch einen Namen? Brielle, schön dich kennenzulernen. Mein Name ist Herr T. Cray. Hey, wenn wir schon von Meerestieren sprechen, wusstest du, dass dieser Hafen einst von Langusten regiert wurde? Es ist wahr. Nachdem der Bürgermeister genug hatte, verbannte er alle Langusten hier nach Pier 13. Da ich ein wahrer Langustenfreund bin, biete ich ihnen ein neues Zuhause in Form von Langustenkäfigen, die hier im Wasser platziert sind. Man könnte sie fast als Langustenhäuser betiteln. Ein Langustenhaus. Ha. Oh, die Langustenkäfige. Wie gut, dass du hier bist, Brielle. Wie du siehst, habe ich mich am Rücken verletzt, was es etwas schwierig macht, die Käfige aus dem Wasser zu ziehen. Wenn du hier am Kai direkt neben mir nach unten schaust, solltest du sie im Wasser treiben sehen. Wenn du mir hilfst, die Käfige aus dem Wasser zu ziehen, erzähle ich dir danach mehr über den Hafen. Okay, ja, das ist doch ein Deal. Okay. So, einen habe ich. Oha. Schon ein bisschen Angst, hier ins Wasser zu fallen. Hopp. Und schon war ich drinne. Und dann wird man ganz an den Anfang zurückgesetzt? Ui. Das ist ja gemein. Naja, zum Glück ist das hier nicht so groß. Da kann man recht schnell wieder hinlaufen.
Ja. Okay, so, nochmal versuchen. Das Gemeine ist, man muss so nah daran, dass man nicht mehr wegkommt. Na gut, okay. So, haben wir jetzt ja alle. Jetzt geben wir ab. Und dann schauen wir mal. Hier ist auch ein Loch in der Straße. Sollte mal neu gemacht werden. So, Herr Cray. Fischtastisch, Briel. Weißt du, was übrigens noch fischtastisch ist? Pier 14, gebaut in 1952. Wusstest du, dass Pier 14 von Ameisen errichtet wurde? Du bist darauf reingefallen, nicht wahr, Briel? Ha, jedenfalls war es ein Franzose auf Reisen, auch bekannt als Pierre Quatorze. Er fand, dass etwas fehlen würde und schnell wie ein Fisch war eine neue Seebrücke bestellt. Legenden erzählen, dass sie mit Hilfe eines Zeppelins hergebracht wurde. Oh, übrigens, ich habe vergessen, neue Langustenkäfige am Kai gegenüber vom Pier 14 auszulegen. Würdest du das bitte für mich erledigen? Ich möchte meinen Rücken nicht zu sehr belasten. Wenn du wieder zurückkommst, erzähle ich dir etwas Interessantes über Pier 12. Okay, Pier 14 müsste dann ja demnach der da drüben sein. Oder der da? Oh Gott, wo muss ich die jetzt auslegen? Da unten nicht? Wir schauen mal. Wir gucken mal. Das hier ist jetzt der 13, also müsste eigentlich theoretisch das 14 sein und das da 12. Aber hier kann ich ja gar nicht hin. Da komme ich nicht durch. Dickes Vorhängeschloss. Dann ist vielleicht doch das da, die 14. Und es ist hier hinten gemeint. Wäre zwar eine komische Reihenfolge, ja, aber ist so gemeint. Okay. Und wieder nach unten ans Wasser. Das ist doch gemein. Hoffentlich muss ich diesmal nicht so nah ran. Da sind Möwen. Cool. Da. So, das haben wir geschafft. So, erledigt. Fischtastisch, das ist ein blödes Wort. Briel, du hast Talent dafür. Vielleicht ist ja doch ein kleiner Fisch in dir. Fischer in dir. Ohne Pier 12 gäbe es keinen Hafen mehr. Das war, als Kai Tolf ausgerutscht und ins Wasser gefallen ist. Er hatte einen Vertrag mit sich, der den Abriss des Hafens genehmigte, so dass dieser mit einer riesigen Garage für Landkrabben ersetzt werden konnte. Zum Glück wurde der Vertrag durch das Salzwasser sofort vernichtet. Briel, ich habe jetzt erst realisiert, dass ich die Langusten nirgends lagern kann. Könntest du ein Stahlfass für mich holen? Ich würde dir ja beim Tragen helfen, aber ich glaube, das wäre nicht so gut für meinen Rücken. Außerdem würden sich die Langusten sicherlich alleine fühlen, wenn ich sie verlasse. Am Zaun nahe des alten Lagergebäudes sollte ein Stahlfass stehen. Okay. Am Zaun des alten Lagergebäudes. Da steht es ja schon. So. Da. Ein Fass. Fischtastisch, Briel. Hör mal, bist du jemals am Kai entlang gewandert und hast dieses Bedürfnis nach Lachs verspürt? Nicht? Seltsam. Briel, während du das Stahlfass geholt hast, ist etwas Unglaubliches passiert. Mein Rücken. Er fühlt sich auf einmal so viel besser an. Hey Briel, wie wär's, wenn du das Fass mit den Langusten behältst? Jetzt, wo sich mein Rücken besser anfühlt, ist es Zeit fürs Meer. Aufs Meer rauszufahren und Lachs zu fischen. Schiff ahoi, Briel. Okay, ich habe einen Fass. Für die künftige
Benutzung. Okay. Alles klar. Dankeschön, Herr Cray. Dann schauen wir jetzt mal ins Questlog rein, was wir denn hier jetzt noch so haben. Und zwar könnten wir zu Erik nach Südhof. Zu Herrn Kott. Oder zu Rob. Das wäre auch alles möglich. Niemand kann dich jetzt abholen. Ach so, ich muss mit der Bahn zurück. Okay, das ja, wusste ich nicht. Gut, dann gehen wir doch zur Bahn zurück. Das ist ja kein Problem. Nee. Lauf, lauf. Gut, dann steigen wir hier einfach wieder ein. Und dann kann ich hier nach Fort Pinter zurückkehren. Ah ja. Okay. Wir wollten doch eigentlich noch eine Jeans kaufen, ne? Gott sei Dank stehen die Busse hier bereit. Und wir können sofort wieder zurück. Wo können wir denn am besten einkaufen? Ich würde jetzt nochmal am Gouverneursfall gucken. Da waren ja auch Läden. Und, ja, wir schauen da einfach mal. Vielleicht finden wir da ja irgendwas. Hier waren doch Klamottenläden, oder nicht? Ist das hier nicht ein Klamottenladen? Guten Tag. Ja, ein Klamottenladen. Sehr schön. Eine Jeans, haben wir gesagt. Oh, hier gibt es aber nicht wirklich viel. Elegante Hose. Hier gibt es auch nur Sachen für Starcoins. Aha. Also nur exquisit, exklusiv. Okay. Nee, Starcoins wollten wir ja nicht ausgeben. Wir haben ja genug Schillinge. Wir wollten ja Jorvik-Schillinge ausgeben. Okay, das ist also ein Starcoin-Shop. Steht das irgendwo dran? Hm. Jetzt müssen wir mal schauen, gibt es hier noch andere Klamottenläden? Da gibt es nicht. Was ist denn das da? Hallo? Ja. Die fetzen sich da. Auch okay. Sollen sie mal machen. Ich renne hier mal rüber. So. Hier gibt es was. Ne, hier gibt es doch nichts. Hier stehen die Leute an. Das scheint ein angesagter Club oder sowas zu sein. Okay. Dann schauen wir doch mal hier rein. Hier gibt es was. Prima Donna Salon. Das ist doch bestimmt, genau. Cool. Was gibt es denn für neue Frisuren? Gibt es neue Frisuren? Die sind nicht neu, ne? Die gab es schon, glaube ich. Oh. Ja, ich bleib dann bei meinen alten Haaren, bitte. Ich würde dann bitte gehen. Danke. So. Wir rennen hier nochmal ein bisschen rum und schauen mal. Sicher mal ein bisschen umgucken. Ich habe hier noch gar nichts von gesehen, also noch nicht wirklich. Okay, hier ist nichts. Und hier soll man nicht lang, ja? Ja, hier kommt man nicht lang. Okay. Gut. Dann scheint es hier ja nicht wirklich einen Klamottenladen zu geben, ne? Das ist ja cool. Das sieht ja mal echt klasse aus hier. Da wird es auch nicht weitergehen. Da gibt es noch was, aber das ist ja der Möbelladen. Der kommt ja bald erst. Ist ja momentan noch gar nicht geöffnet. Hier ist noch ein Klamottenladen. Dann gucken wir doch da mal rein, ob wir da was mit Schillingen bezahlen können. Oder ob das hier auch nur per Starcoins ist. Nein, hier geht's mit Schillingen. Sehr schön. Aber hier gibt's nur Röcke. Wir wollten doch eine Jeans. Ja, aber sehr coole Sachen. Ja.
Und die Werte sind klasse. Also da können wir uns dann eventuell doch auch noch mal mit einkleiden. Ja, da gucken wir auf jeden Fall demnächst noch mal nach. Aber wir wollten eine Jeans. Eine Jeans. Wo ist denn jetzt hier die Haltestelle für die Bahn? Wie komme ich denn jetzt zurück? Moment, wo ein Auskommt da? Ach, da. Aldins Platz, da gab es nichts zu kaufen oder gab es da was zu kaufen? Wir schauen mal schnell, aber ich glaube, hier gab es nicht wirklich was. Also, hier war ein Café, glaube ich. Ja, aber sonst, nein, sonst gab es ja nichts. Hallo, guten Tag. Nee, hier gibt's nichts zu kaufen. Hier ist nur ein Stand. Okay, schade. Gut. Dann würde ich sagen. Ja, gucken wir im Einkaufscenter, oder? Dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden und dann schauen wir im nächsten Part mal, ob wir uns irgendwo noch eine Jeans besorgen können. Also, bis denn. Ciao, ciao.